Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zum LS19 Season Projekt am Tag 5. Jawohl, wir starten wieder rein hier. Wir sind im Tag 5. Alles ist noch im Lot hier auf der Farm. Wir haben in der letzten Folge endlich unsere Hühner bekommen. Möchten Sie Wasserleitung legen? Ach krass, ich kann jetzt sogar hier eine Wasserleitung legen. Das ist ja auch geil. Das werde ich mir dann nochmal überlegen. Warte mal. Möchtest du 3000 Euro bezahlen, um eine Wasserleitung zu legen, um die Hühner mit direkt zu befüllen? Unterhaltskosten 12 Euro pro Tag. Wasser 0 Liter. Also 0 Euro pro Liter. Könnte man natürlich auch machen, ne? Aber das lasse ich erstmal. Denn ich habe mir überlegt, wir starten erstmal hier und machen unser Silo einmal ein bisschen verdichten. Da haben wir ja in der letzten Folge noch ein bisschen aufgehört, hier vorne zumindest. Und das habe ich jetzt erstmal schon so gut platt gefahren, nur indem ich mit dem Trecker darüber gefahren bin. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen in Angriff nehmen. Und dann hatte ich mir überlegt, als nächstes könnten wir erstmal, damit wir natürlich auch ein bisschen Geld und so reinbekommen, in die Kasse wieder spielen, weil wir natürlich jetzt auch Ausgaben für die Hühner hatten. Wobei ich finde, wir könnten eigentlich noch ein paar mehr haben. Aber das machen wir nachher erstmal. Weil jetzt müssen wir natürlich auch erstmal zusehen, dass wir Gerste, Weizen etc. wieder an den Start bekommen. Aber ich habe mir überlegt, damit wir überhaupt erstmal wieder Geld bekommen und überhaupt auch was machen, weil wir ja im Moment eigentlich hauptsächlich warten darauf, dass unser... Ja, damit dass all unser Zeug fertig ist, habe ich mir überlegt, fangen wir einfach an und machen ein paar Missionen. Denn die Missionen, die gibt es ja auch hier im LS19. Und da habe ich schon ein paar gute Missionen gesehen, die wir eigentlich relativ fix erledigen können und auch relativ gutes Geld dafür bekommen. Und damit wir das jetzt einfach mal starten, würde ich sagen, parke ich den Trecker einfach mal kurz hier. Stellplätze und so müssen wir uns natürlich nochmal überlegen, wie wir das machen. Gehen hier auf das Mission-Tab und sagen, Feld 26 muss gedüngt werden. Das heißt, das mache ich. Vertrag akzeptieren. Und dann laufe ich schnell hier rüber zu unserem Trecker der Spritze. Ist ja schon alles vorbereitet. Dann fahren wir schnell zum Feld 26. Und dann geben wir Vollgas. Feld 26 ist, glaube ich, sogar hier direkt um die Ecke gewesen, habe ich mal gesehen. Zumindest gedacht, dass ich das gesehen habe. Naja, so ganz um die Ecke ist es tatsächlich doch gar nicht, aber ich glaube, wir finden den Weg. Ich fahre jetzt einfach mal hier rüber. Das ist hier direkt zwei Felder weiter. Querfeld ein, eieiei. Ah doch nicht, hier noch ein bisschen die Straße runter. Hier geht das lang. Doch nicht, warte. Stopp. Muss irgendwie in diese Richtung hier. Ah, die Felder gehören ja nicht uns. Deswegen mache ich hier mal den Sneaky-Peaky-Weg und fahre hier rüber. Aber bitte verrat's keinem, okay? Ist vom Bauern nebenan. Ist vom Bauern nebenan. Psst. Sag's nicht weiter. So. Hier sind wir auf jeden Fall auf Feld 26. Das muss gedüngt werden. Kriegen wir 800 Euro für. Dann haben wir die Hühner schon locker wieder drin. Weil da fahren wir ja nur einmal rüber. Dann hat sich das. Naja, einmal ist ein bisschen zu wenig, aber... Zweimal oder so. Dreimal. Das ist ja nicht viel. Dann machen wir erstmal wieder die tollen Missionen hier zum Anfang. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, so gibt es dann auch Geld in die Kasse. Hervorragend. Guck mal, und das geht hier wie von der Hand. Auf jeden Fall sehr gut. Ach, das ist hier direkt hinter der BGA. Okay, verstehe.
Ich verstehe. So. Dann fahren wir jetzt hier irgendwie, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir. Ja, dass wir das so machen. Zack, weiter geht's. Ah, 888 Tacken sind natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber ihr müsst euch überlegen, ich bringe mein eigenes Fahrzeug mit. Und bezahle schon im Voraus hier die Flüssigkeit. Und dadurch würde ich jetzt sagen, ist es okay. Also es ist ein guter Preis und wir haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Guck mal, das hat uns jetzt vielleicht 2 Minuten gekostet. Und dadurch finde ich, ist das schon in Ordnung. Und akzeptabel. So, jetzt haben wir das Stück. Wie viel Prozent haben wir? Geschafft haben wir schon. Zack. 888 Tacken in der Tasche. Abschließen. Okay, nächstes ist Feld 34, auch Flüssigdünger. Gucken wir uns mal an. Feld 34. Feld 34 ist hier oben das. Das können wir auch gleich mitnehmen. Für 1000 Euro. Ich bringe meine Geräte mit. Ja, lass machen. Lass machen. Dann fahren wir jetzt, genau, wir fahren jetzt hier den Weg einfach entlang. Ja, bei uns ist ja soweit erstmal alles Chico. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht so viel machen. Dadurch haben wir natürlich die Zeit, um halt auch die Sachen jetzt zu machen. Machen wir eine Folge Missionen, das ist auch nicht schlimm. Während unsere Früchte hier fleißig wachsen. Oh, jetzt müssen wir hier hoch. Guck mal, hier liegt gar nichts auf der Straße. Ist doch voll in Ordnung alles. So, jetzt müssen wir hier gleich irgendwo. Irgendwo müssen wir jetzt gleich hier rein. Ja, da vorne ist so ein Feldweg. Jawohl, hier wollen wir rein. Dann fahren wir auch auf das Feld schon zu. Ja, wunderbar. Perfekt. Perfekt, würde ich sagen. Das ist easy. Aber das ist auch eine schöne Größe von Feld tatsächlich. Stelle ich gerade fest. Was kostet denn das? 59.000, das geht. Vielleicht können wir das uns irgendwie bald kaufen. Also nicht jetzt heute Morgen, aber vielleicht so übermorgen. Aber ich meine, ich glaube, hier ist es auch so, ist halt auch so die Sache, dass man, ich sag mal, viele Felder braucht, um auch die Season, also die Saison zu überstehen, weil natürlich viel ja auch, ja, viel wird natürlich auch, muss ja auch erstmal wachsen. Und dadurch, ja, müssen wir halt vielleicht auch ein paar Felder haben, damit wir nicht so viel Leerlauf nachher haben. Ich meine, ich bin mal gespannt, wie das nachher generell wird, wegen auch Verrotten und so, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache, wenn jetzt die Felder alle gleichzeitig, sag ich mal, fertig sind. Wobei werden sie ja gar nicht so direkt, weil ja die Fruchtsorten alle irgendwie auch ein bisschen andere Erntezeit haben, aber trotzdem. Das wird trotzdem, glaube ich, nicht so dramatisch werden. Na, mal gucken. Wir werden es sehen. Ihr werdet es miterleben, wenn ihr hier dabei bleibt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst mir jetzt auch schon gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und einen Daumen nach oben wäre auch ganz nice. Und dann verpasst ihr auf jeden Fall hier nichts mehr von der guten Farm. Okay, genug Werbung gemacht. Weiter geht's. Ich habe jetzt tatsächlich eine andere Methode, die Folgen aufzunehmen. Und ich will mal wissen, ob ihr das irgendwie mitbekommen habt, ob sich irgendwas verändert hat, besser, schlechter. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen bessere Qualität als vorher. Allerdings
Ja, weiß ich nicht, bin ich dann auch so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich finde, jetzt ist schon mal ganz cool, weil ich jetzt in 60 FPS auf jeden Fall aufnehmen kann, durchgehen. Dadurch, dass ich auch eine neue Grafikkarte habe, das passt auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob die restlichen Komponenten da so wirklich gut mitmachen. Deswegen lasst es mich mal gerne wissen in den Kommentaren, ob ihr da irgendwie einen Unterschied merkt oder ob das gut ist oder ob das besser sein könnte. Wäre auf jeden Fall mal gut zu wissen. Wobei der LS echt nicht einfach ist aufzunehmen. Also irgendwie ist das alles immer nicht so easy. So, das haben wir abgeschlossen. Feld 13 könnten wir jetzt noch mitnehmen. Das ist direkt bei uns, mehr oder weniger. Ist die Frage, sollen wir das auch noch mitnehmen? Können wir eigentlich, ne? Für 1300 nehmen wir noch, nehmen wir mit, Leute, komm. Los geht's. Feld 13, fahren wir wieder zurück. Ein bisschen Dünger haben wir ja noch am Start. Und weiter geht's. Geht voll ab heute hier. So, erstmal hier wieder zurück. Fahren wir am Feld 10 vorbei. Ah, dann kommen wir ja auch direkt zu Feld 13, wenn wir hier so ungefähr bleiben. Hier fahren wir weiter und dann müssen wir gleich dann an der Kreuzung wieder rechts fahren. So, Feld 12. Achso, da ist das direkt hinter unserem. Überholen wir den mal schnell. So, wo ist hier die Einfahrt zu dem Feld hier vorne? Schieben wir den nochmal eben an. So, würde ich sagen, fahren wir so die langen Wege runter. Weil wir dann ein bisschen gegen den Strich fahren, aber das ist mir jetzt egal. Längere Wege sind auf jeden Fall die besseren. So, dann düngen wir fleißig weiter. Na, das Feld ist auch nicht so groß. Das hat auch eigentlich eine coole Größe. Vielleicht sollten wir uns auch das kaufen. Dass wir erstmal so ein paar Felder so aneinander haben, dass wir da auf jeden Fall nicht so lange Fahrtwege haben. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so doof, oder? Naja, schauen wir uns mal an. Mache ich erstmal. Ja, ich mache hier erstmal hier runter. Guck mal, da kann man auch noch auf die Felder drauf. Das ist ja auch cool. Das ist prinzipiell echt geil gemacht hier auf der Karte, weil man hat tatsächlich öfter mal so ein oder zwei Einfahrten zu dem Feld, anstatt immer nur so den Standardweg zu haben. Das finde ich ist schön gemacht. Muss ich sagen. Ich finde die Map sowieso echt cool. Also mir gefällt die. Bin mal gespannt, wie das nachher auch noch wird mit dem Cosplay und den ganzen Kram. Also das wird bestimmt eine richtige Party werden. Da bin ich echt mal gespannt, wenn das hier so nach und nach losgeht. Jetzt haben wir späten Frühling. Das heißt, die ganzen Pflanzen, die fangen jetzt langsam an zu wachsen. Und dann haben wir nachher auch die Erntezeit und ich bin mal gespannt, was wir dann, oder müssen wir noch mal gucken, was wir dann halt auch im Winter machen. Weil, ich meine, jetzt haben wir natürlich, ja, Tiere wären dann natürlich dran, ne? Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip Gas geben. Und dass wir dann uns im Winter eventuell dann um die ein oder anderen Tiere dann halt kümmern können. Und dann, sage ich mal so, gibt es halt, ja, Hofpflege, ne? Wird dann irgendwie machen müssen. Sag ich mal so. Bin gespannt, mal gucken. 95%. So. Und dann abschließen. Dann haben wir die nächsten 1300 Euro in der Tasche. Gucke ich mal, ob wir unser Feld hier schon düngen können. Ich glaube noch nicht, ne?
Das sieht noch nicht so aus. Gut, gucken wir mal, was haben wir noch? Feld 27, das ist auch hier gleich um die Ecke. Würde ich sagen, nehmen wir noch mal mit. Guck mal, da kann ich sogar vielleicht ausgefahren rüberfahren. Das müsste hier sein, ne? Ah, das ist das da drüben, okay. Achtung, Achtung, ich muss hier mal schnell rüber. Hier, das ist das. Ja, wunderbar. Machen wir hier gleich weiter. Das sind ja auch schnelle Verdienste. Finde ich gut. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir sind schon am Ende der Folge wieder angekommen. Das geht hier auch immer so fix, ey. Man glaubt es kaum. Aber wie gesagt, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich super drüber freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.